Wie hast du reagiert? Ich wollte ja eine scheuern, aber da war so eine große Menge. Und viele, die sagen, sie sind der größte Stecher überhaupt, kommen auch nicht, weil sie auch einfach nur labern. Hast du finanziell ausgesorgt, dass du jetzt nicht so arbeiten müsstest? Das ist mega respektlos, das ist asozial, das geht nicht. Bist du auch manchmal angetatscht, weil die Leute denken, du bist Pornodarstellerin, das willst du? Und damit herzlich willkommen zu diesem neuen viralen Hit, liebe Freunde. Heute sehe ich rot. Ich habe mir extra einen roten Sakko angezogen, Benni. Ich habe auch eine rote Weste angezogen. Ist das rot? Oh, das, ja, das ist edel. Ja, Guido Maria Kretschmer sagt, das ist eine Pfarrfamilie, das passt. Das, echt? Das passt, ja. Macht einen richtig fetten Applaus für Lexi Roth! Ja, hallo. Hallo. Ganz kurz, Migi, kannst du das Licht vielleicht rot machen? Das passt doch. Wow. Guck mal, Lexi, für dich alles gut. Freut uns sehr, dass du hier bist. Ja. Dass du die Einladung angenommen hast. Toll. Das ist halt unwirklich, weil... Weil was? Nee, weil man kennt ja Leute aus dem Bude. Und deswegen... Bonnie. Ja, freut uns sehr, dass du hier bist. Und wir haben uns natürlich über dich informiert, über deinen Lebensweg, über deine Karriere. Und das Erste ist, du hieß ja früher Lexi Cox, hast du angefangen. Oh, da habt ihr aber tief gegraben. Tief gegraben, deswegen... Wir hätten Dennis hat seine alte Festplatte rausgeholt, und dann noch mal meine Disketten. Und wie kamst du zu dem Namenswechsel? Aus der Not heraus, weil die Domain war schon belegt. Ah, okay. Und derjenige wollte mir die sehr teuer verkaufen und das habe ich halt damals gedacht. Nicht mit dir. Okay. Deine Haarfarbe ist rot, deine Lieblingsfarbe ist rot. Wurdest du wahrscheinlich schon tausendmal gefragt, warum rot? Es war auch Zufall, ne? Ich habe ja nicht gedacht, so, ich mache jetzt die Haare rot und dann geht's richtig. Also keine Marketingstrategie, sondern reiner nicht. Zufall. Ich war ja blond immer und ich bin auch eigentlich Blond-Fan, aber das geht ja jetzt nicht mehr. Und eine Freundin hat gesagt, ja, mach doch mal deine Haare rot, du, mit deinen Tattoos und so. Und ich so, nee, mach du doch deine Haare rot, ich find das voll doof. Nee, du. Und dann habe ich es aber doch ausprobiert und dann fand ich es selber ganz gut, ja. Naja, und dann kam irgendwann die Lexi-Geschichte und dann habe ich es natürlich so gelassen, weil es natürlich gut ankam. Ja. Das ist dein Markenzeichen. Jetzt schon, ja. Jetzt kann ich es nicht mehr ändern. Du bist gelernte Bürokauffrau. Was hast du damals denn gemacht als Bürokauffrau? Rechnungen geschrieben. Früher vor dem Schreibtisch und jetzt auf dem Schreibtisch, oder? Also kann man oder sagen, drunter, oder drunter. Und dann kam der erste Sexfilm mit 20. Ja. Und dann, wolltest du Pornodarstellerin direkt werden oder war es erst so, ich finde das mal, was so passiert? Also ganz ehrlich, ich hatte keinen Bock zu arbeiten und wollte so Geld verdienen. Das ist einfach so. Ja. Hat gut geklappt. Ja, also. Das war nicht meine nächste Frage. War das so was du einfach geil gefunden hast? Und also ja, ich habe mich natürlich schon öfter mal gefilmt mit irgendwem, aber die wollten immer, dass ich das wieder lösche. Dann habe ich es halt wieder gelöscht. Normalerweise wollen doch die Frauen immer, dass man das wieder vom Handy löscht. Bei dir ist es anders. Ja, verrückt. Ja. Und das heißt, daraus ist dann quasi dein Beruf entstanden? Genau, also ich wollte halt nicht 8 Stunden im Büro sitzen und echt wenig Geld verdienen, habe ich keine Lust drauf gehabt, habe ich immer noch keine Lust drauf. Und wie fand deine Familie das, als sie auf einmal gehört haben, dass du keine Bürokauffrau mehr sein möchtest, im klassischen Sinne? Also, Sinne? Ich meine, meine Familie, die kennt mich ja sehr gut, die war natürlich nicht schockiert. Ne? Du bist ein begeisterter Auto, ja, wie nennt man es, gibt es eine weibliche Form von Fan? Fan. Wieso, wie kam das, war das schon immer so oder? Nee, das war tatsächlich auch schon immer so, als ich 17 war, hatte ich einen Freund, der hatte so einen coolen 2er Golf und der war cool und die haben über den Autos rumgebastelt, das fand ich ganz toll. Und danach hatte ich einen Freund, der, als ich dann auch schon 18 war und einen Führerschein hatte, der hat einen BMW und die haben auch die ganze Zeit in den Autos rumgebastelt und so. Ja, und irgendwann habe ich gedacht, ich will auch ein Auto mit 4 Auspuffrohren. Vorzugsweise Mercedes, ja, die habe ich mir dann 2013 geleistet. Es gibt auch andere tolle Marken. Es gibt auch einen Fiat, es gibt auch einen... Ach so, ja, Entschuldigung. Ford Car ist mein Tesla. Ich habe 7 Teslas in meiner Garage. Wirst du nicht total oft angesprochen, auch in der Stadt? Weil du bist ja wirklich eine Erscheinung, dich erkennt man ja direkt. Ja, also die roten Haare sind natürlich dann wieder fatal, ne? Wirst du auch manchmal angetatscht, weil die Leute denken, du bist Pornodarstellerin, das willst du, das ist, stört dich nicht oder sowas? Also im realen Leben ist mir das zum Glück noch nicht passiert. Auf einer Erotikmesse, letztes Mal, als ich da war, wurde ich im Vorbeigehen so an der Brust begrapscht von einer Frau. Da dachte ich mir, ey, was ist mit dir? Wie hast du reagiert? Ich wollte ja eine scheuern, aber da war so eine große Menge und dann war die so schnell weg. Ja, das ist das halt, geht aber gar nicht, einfach die Leute anzugrabbeln. Das ist mega respektlos, das ist asozial, das geht nicht. Aber wie sind denn diese Pornomessen? Ich persönlich war noch nie auf einer. Aber ich überlege, jedes Jahr überlegen wir, gehen wir auf eine Pornomesse? Dann hat sich nicht ergeben. Eine richtige Pornomesse ist es ja nicht. Erotik. Ja, Erotikmesse. Ist das langweilig? Wenn du noch nie da warst, ist es nicht langweilig, aber... Wird ja auch der Koitus betrieben? Nein, auf der das ist verboten. Schon immer oder ist das neuesten? Oder war seit ein paar Jahren früher war das nicht. Weil verboten, früher standen noch die ganzen Leute mit der Camcorder vor der Bühne. Das gibt's immer noch, wenn die mit der Cam sind die, also wenn so ein Girl eine Show macht und dann sind es die klassischen... Wichse, sag ich mal. Das sind halt diese älteren Herren mit ihren Kameras. Und wenn da ein Girl eine Show macht, naja, dann filmen die halt
gleich Gebärmutter mit, alles ist gut. Und das sind aber, also ich finde das taktisch ein bisschen unklug, weil an den Kunden wirst du nie Geld verdienen. Die haben dann ein Jahr ihre Videos und ja, stimmt, wichsen sich darauf ein. Die haben ja und kommen nächstes Jahr wieder. Also ja, an die wirst du ja niemals irgendwas verkaufen. Deswegen finde ich das nicht so klug, sich da gleich so. Du bist ja auch quasi deine eigene Regisseurin und denkst dir deine Geschichten quasi selber aus. Und ja. Wie kommt man auf die Geschichten? Weil, sind ja ehrlich, die Geschichten sind ja jetzt nicht Oscar-würdig, sondern es sind ja manchmal wirklich nur Klempner. Klempner bei dir natürlich anders. Aber ich würde gerne die Heizung ablesen. Wie kommt man auf und diese... Und dich ficken. Wie, wenn der Dreh um 13 Uhr stattfindet, wann überlegst du dir die Geschichte für diesen Dreh? Ja, wie ein bisschen vorher. Naja, so 12:55 Uhr. Nein. Also, je nachdem. Ne, manchmal hast du so, denkst du so, ey, das wäre echt eine gute Idee so. Oder machst du es halt irgendwann und manchmal denkst du so, oh, was drehe ich denn jetzt? Ja, machen wir mal einfach so spontan irgendwas, so, ja. Aber also immer Sachen, die natürlich total im realen Leben sind. Aber lässt du dich auch von Kolleginnen und Kollegen inspirieren? Guckst du auch manchmal auf andere Kanäle und sagst, boah, die haben jetzt das und das Video gedreht, das könnte ich vielleicht auch also, mal machen? Ja gut, das kommt natürlich in der Amateurbranche häufig vor, dass jeder bei jedem irgendwie kopiert. Ne? Es gab alles schon. Gibt's mal. Gibt es Trends? Es gibt auf YouTube ja auch Trends. Ich habe mal einen Trend gesetzt. Ich hatte okay, mal einen Clip, der war... Er hätte jetzt nur einen Oscar bekommen, nicht 11 oder so, ne? Und ich weiß auch gar nicht, wie ich den nennen soll, aber einfach nur, naja. Und dann habe ich einfach nur ein großes Fragezeichen als Vorschaubild gemacht. Und da hieß es dann vom Portal damals, das kauft keiner, das kannst du nicht machen. Ich so, na, werden wir ja sehen. Ging ab wie Sau. Das Besondere bei dir ist ja, du drehst ja mit Amateuren, also mit Usern auch. Ja. Und ist das immer noch so aktuell? Es ist sehr schwierig, ne? Also je bekannter man wird, desto nervöser werden diese ganzen. Deswegen meine Frage. Weil es ist super schwer, ne? Also du holst einen Patrick zu dir, dann er hat es irgendwie geschafft, dich zu überzeugen von sich. Sind die nicht übertrieben aufgeregt? Weil du bist ja quasi ihr Idol, die verbringen ja sehr viel Zeit mit also dir. Wenn ich mir überlege, ich hätte jetzt irgendeinen Star, den ich toll finde, ich würde den nicht treffen wollen. Nee, da würde ich mir auch blöd vorkommen. Oder also, hast du schon mal einen coolen gehabt, der ganz cool war? Ja, manche sind auch ein bisschen zu cool, dann denke ich mir, ja, die setzen so eine Maske auf, so ey, komm. Ja, das ist auch ein bisschen komisch, aber oftmals sind sie so nervös, dass sie was macht man dann? Dann sagt man, verabschiedet man sich, dann sagt ja, na ja, dann sage ich hier, nimm mal eine Tablette und dann probieren wir es nochmal. Ist ja halt blöd, wenn der da extra sich trifft und so. Welches Alter machst du? Da ist ein Kameramann dabei, ja, ne? Klar. Und das macht es ja nochmal schwierig. Es ist ja nicht so, ey, wir treffen uns, haben Spaß, wie wir lustig sind und die Kamera steht da irgendwo. So ist es ja es nicht. Es gibt eine Story, es gibt Kameramann, es gibt ich stehe mal auf eine total komisch vor, man sagt dann Hallo und dann, genau wie bei uns quasi, man begrüßt sich, man bietet den Kaffee an, dann muss er irgendwann zur Sache gehen. Ich glaube, das ist total schwierig. Also machst du denn den ersten Schritt, sagst, komm, hoch. Oder runter. Also ja, man ist, quatscht ein bisschen und so. Also ich versuche ja auch immer denjenigen ein gutes Gefühl zu geben, sodass es irgendwie möglichst entspannt ist. Aber wer schon im Kopf total nervös ist, ne? Ja, dann muss natürlich erstmal was unterschreiben. Dann sage ich, und wollen wir mal anfangen? Ja, ja. Aber wie siebst du denn die ganzen Kandidaten aus? Was, wo, genau, deine Anforderungen. Was sind deine Anforderungen? Weil du kriegst ja sicherlich tausende Nachrichten. Wo fängt man da an? Was muss passieren? Was muss man haben? Was muss man nicht haben? Es ist schon mal gut, wenn man nicht nur dumm rumquatscht, weil das machen tatsächlich die meisten. Also dieses, oh, was wäre denn und was machst du dann mit mir? Und, ja, die kommen sowieso nicht. Ne? Mhm. Also viele, die sagen, sie sind der größte Stecher überhaupt, kommen auch nicht, weil sie auch einfach nur labern. Also er sollte halt ein bisschen respektvoll auch schreiben und so, nicht hier gleich so ekelhaft, weil er denkt, da muss er halt woanders hingehen. Ne? Was mit Emojis? Wenn jemand mit Emojis schreibt? Oder ist das direkt ein No-Go? Nur mit Emojis? Nee, aber mit ihm und dann mal so ein Herz durch und ich kann dann, ich bin der Coolste, da kommt die Aubergine. Genau, die Aubergine. Ah, unser Zwillingsmoment. wie ist das Alter maximal? Bis wohin gehst du maximal? Der Älteste, mit dem ich gedreht habe, der war 58. Oh, das ist ja noch im Schuss. Knackig. Ja. Geht noch. Ich habe den Clip dann irgendwas mit Opa genannt. Aber du bist ja bekannt für deine Pornos, deine Sexfilme. Bist du im Privaten denn auch so, wie du jetzt in den Videos bist? Oder bist du denn eine ganz romantische und zurückhaltende Person im Bett? Nee, also ich bin privat eher sehr devot und mag es ein bisschen härter. Und in meinen Filmen ist es ja relativ harmlos, so relativ normal. Ne? Mhm. Gibt es einen harten Konkurrenzkampf in der Branche? Also gibt es auch Mädels, die sagen, ey, du bist eine blöde Kuh, oder? Also, ich rede eigentlich mit keinem, also. vielleicht bin ich mich deswegen auch arrogant, ich weiß nicht. Nee, also, es ist eine Handvoll Mädels, mit denen ich Kontakt habe. Noch weniger, die ich mag. Also es ist so, ne, jeder ist irgendwie neidisch und hast du nicht gesehen. Also es sind ja nur nicht so viele Girls erfolgreich, so mega erfolgreich.
Da wird eine Scheiße gelabert und bla. Und ganz viele Leute reden ganz schlecht über mich, obwohl die noch nie mit mir gesprochen haben. Da denke ich mir, ey, was ist mit euch? Aber ich lasse mich da darauf nicht ein, das ist mir einfach zu doof. Hast du, hast du finanziell ausgesorgt, dass du jetzt nicht so arbeiten müsstest durch die Pornos? Oder bist, glaubst du, da kann man dann mal noch eine Null dranhängen? Naja, wenn ich jetzt ausgesorgt hätte, dann würde ich mir sofort die Haare umfärben. Sobald ihr seht, sie hat plötzlich blonde Haare, dann wisst ihr. Wisst ihr, jetzt läuft richtig. Ja, nee, ausgesorgt nicht. Aber man kann schon, hast du noch ein paar Jahre vor dir? Man kann schon Lambo fahren, sagen wir mal so. Du bist ja auch ein richtiger Star mit richtigen Fans, wie wir auch Fans haben. Hast du denn irgendwelche Fanerlebnisse, die im Kopf geblieben sind bis heute? Also ich habe einen ganz krassen Fan, der hat ungefähr 5 oder 7 Tattoos von mir, also 3 Porträts. Mhm. Und sonst meine Logos und so, es ist völlig... Ist auch ein sogenannter Wichser oder ist das ein normaler Typ? Nein, ich würde sagen normaler Typ. Oder so ein Mix aus Wichser und normal. Mixer. Wichser sind leider ja alle, also irgendwann aber irgendwie. Ich habe mich noch nie selbst verfasst. Was? Sünde! Möge mir die Hand hier abfallen! Für dich spielt ja auch Social Media eine große Rolle. Du bist ja auch Social Media richtig aktiv und richtiger Star. Was würdest du dir niemals zeigen auf Social Media? Meine Familie und so. Ich finde, also das finde ich immer nicht gut, wenn jeder jetzt seine Familie da immer zeigt und seine Mutter und Oma und so. Wurdest du schon mal angefragt für so Formate wie Dschungelcamp oder auch andere TV-Aufzeichnungen? Ja, ich wurde für etwas angefragt, aber das... Die machen. Was wäre das? Darfst du nicht sagen? Aber wäre denn Fernsehen generell was für dich? Oder sagst du, ich bin in meiner Nische erfolgreich und ich brauch das alles gar nicht? So nischig ist das Pornogeschäft ja gar nicht, oder? Also ich würde schon Fernsehen machen, so ist nicht. Aber wenn ich mir überlege, wie man so einen Dreh, ne? Also so einen Fernsehdreh, so musst du alles 1000-mal machen. Oder hast du so lange Wartezeiten und Wir sind ja im Öffentlich-Rechtlichen, vielleicht machen wir dir eine Sendung klar. Morgenmagazin mit Lexi Rocks zum Beispiel. Hart aber super. Fair, statt dem Plasberg mal Lexi Rocks. Extrem hart. Extrem hart und devot, aber fair. Ja, liebe Freunde, habt ihr noch irgendwelche Fragen an Lexi Rocks, dann schreibt diese Fragen in die Kommentare. Du machst ja auch YouTube, du bist ja auch YouTuberin. Manchmal machst du YouTube. Aber wie gesagt, auf deinem YouTube-Kanal, ich habe reingeschaut, gibt es ja auch pornografischen Content. Also du redest auch über pornografische Dinge oder über sexuelle Themen. Hat das Platz auf YouTube oder meinst du, das ist vielleicht sogar too much? Also ganz ehrlich, ne? Jeder 12-Jährige weiß, wie man auf gewisse Seiten kommt. Mhm. Die nicht gesperrt sind, weil sie keine deutschen Anbieter sind. Mhm. Es gibt ja auf YouTube zum Beispiel Katja Kasavice, die macht ja auch Porno-Content. Wie hast du die schon mal kennengelernt? Wie stehst du zu ihr? Also ich kenne sie, ich mag sie, also ich habe jetzt überhaupt kein Problem mit ihr. Ja, Porno-Content. Genau, ist sie eine Konkurrentin vielleicht sogar? Also nichts, überhaupt nichts gegen Katja, weil ich mag sie sehr. Sie ist eigentlich echt ein lieber Mensch so. Aber sie macht ja kein Porno-Content. Sie ist ja eher so ein Hund, der bellt und nicht beißt. Ne? Das ist ja... Die hat ja auch es gibt ja keine Filme von ihr. Es gibt Filme, aber da werden alle Geschlechtsteile immer konsequent verdeckt, aus Versehen. Freunde, habt ihr Fragen an Lexi? Jetzt aber wirklich, schreibt sie in die Kommentare und besucht sie auf ihren Social-Media-Kanälen und auf ihren anderen Seiten auch, wenn ihr möchtet, wenn ihr Lust habt. Seid ihr ungepflegt und wollt mit mir drehen? Dann schreibt eure Bewerbung jetzt in die Kommentare. Ungepflegt, extrem alt und extrem klein. Höchstens 3 funktionierende Zähne. Sie müssen nur so aussehen, dass funktionieren sie. Können mit auch Küssen aber dann. Mit ordentlich viel Spucke. Das Vorspiel dauert 3,5 Stunden auf dem Video. Und dann geht es nochmal 6,5 Stunden ganz langsam und seicht zur Sache. Wollt ihr das sehen? Gebt einen Daumen nach oben. Ich bin bereit. Dennis bleibt konsequent halbsteif. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal in der Pornobranche. Supertalent durch den goldenen Bart und Booster. Auf Worldwide Wiedersehen und Farewell.